Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zurück zu einem neuen Video. Mal wieder ein What I Eat in a Week. Es war dieses Mal nicht eine normale Woche, sondern ich war krank und hatte Magen-Darm. Und deswegen fand ich es ganz interessant, euch mal zu zeigen, wie meine Ernährung so aussieht, wenn ich krank bin, was ich da so esse. Also Magen-Darm ist natürlich nichts Schönes und manche können auch gar nichts essen. Das ist ja total unterschiedlich. Aber ich hatte trotzdem Appetit und hatte Lust, ein bisschen für euch mitzufilmen. Und auch noch etwas anderes. Ich war diese Woche sehr viel auswärts essen. Das werdet ihr aber auch sehen. Und zeige euch, wie man sich mittlerweile vegan ernähren kann und ja, wie ich mich generell ernähre, wenn ich auswärts esse. Bevor es jetzt aber gleich mit dem Voice-Over weitergeht und mit dem Food-Content, noch ein kleiner Disclaimer vorab. So sieht eben meine Ernährung aus und das ist nur eine spezielle Woche. Manche Wochentage esse ich mehr, manche weniger. Also ich ernähre mich intuitiv, zähle keine Kalorien, höre einfach auf meinen Körper. Deswegen kopiert meine Ernährung nicht eins zu eins oder irgendeinen einzelnen Tag, sondern ja, seht es einfach als Inspiration, um zu sehen, wie man sich so ernähren kann und was ich so esse. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Weiter geht es mit dem Voice-Over und wir starten Montag und da hatte ich vor dem Frühstück erstmal einen großen Sojakaffee. Also seht ihr allein, wie krass diese Sojamilch schäumt und es ist nicht mal Barista. Also Soja for the win, auch wenn ich Hafermilch nach wie vor sehr liebe. Dann gab es Frühstück, erstmal vor der Smoothie Bowl einen Selleriesaft. Nach dem Kaffee eigentlich eher auf nüchternen Magen, aber ja, habe ich an dem Tag vergessen. Und die grüne Smoothie Bowl, das Rezept habe ich auf Instagram auch schon öfters geteilt. Zum Mittagessen habe ich dann mal was Neues ausprobiert, da sollte es auch schnell gehen, und zwar vegane Piccolinis. Die wurden mir zugeschickt von Wagners in Spinach Creamy Style. Und Leute, ich sag's euch, wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, holt die euch. Die waren so lecker, also die haben überhaupt nicht vegan geschmeckt. Also klar ist da kein Käse drauf, aber so eine cremige Soße eben als Basis und dann Spinat und Pinienkerne. Und die waren so lecker, ich hätte gleich noch eine andere Packung essen können. Also die sind wirklich sowas von zu empfehlen. Und ich glaube, die gibt es bei Rewe. Also da habe ich die zumindest schon öfters entdeckt und auch noch eine andere Sorte. Zum Abendessen gab es dann eine Bowl mit so Leftovers. Und zwar Sauerkraut, Gurke, dann Erbsenprotein-Geschnetzeltes, getrocknete Tomaten, also Tomatenchips von Koro, Brokkoli. Und das Ganze habe ich dann noch mit Tahini getoppt. Das ist ein bisschen fest, deswegen konnte ich es nicht so schön drizzeln und habe es dann noch nicht so drauf gemacht. Aber ja, dadurch habe ich alle so meine Mikronährstoffe abgedeckt und eben auch als Balance zum Mittagessen heute Mittag dann eben mit den Piccolinis. Und hier seht ihr dann noch meinen kläglichen Versuch, Tahini zu drizzeln. Zum Nachtisch oder zum Snack danach gab es dann noch meine geliebten Karotten gedippt in weißes Mandelmus. Also Leute, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, aber immer meine Videos schaut, probiert das wirklich mal aus. Trust me, es ist so, so lecker und bisher habe ich nur Rückmeldung bekommen, dass es euch sehr, sehr gut geschmeckt hat. Und ich liebe es nach wie vor. Dienstag. Und da hat es angefangen mit meinem Magen-Darm, wo es mir morgens schon schlecht ging. Deswegen habe ich erst angefangen gegen ja, 11 Uhr oder sowas zu essen, hatte mir frisches Brot beim Bäcker gekauft. Es gab wieder Selleriesaft und das habe ich dann einfach belegt mit Avocado. Ich hatte da wirklich richtig, richtig Lust drauf auf sowas, ja nicht fettiges, aber so halt gesunde Fette. Und ich liebe aktuell dieses Roggenbrot. Und dann noch mit Gurkenscheiben, damit es so ein bisschen knackig ist. Und Chilisalz. Und es ist einfach so, so simpel, aber irgendwie so lecker, dass ich das momentan jeden Tag essen könnte. Ihr seht es auch noch im Laufe des Videos. Ich hatte es auch heute wieder. Und heute ist schon eine Woche später. So sehr liebe ich das immer noch, gerade auch mit dem Chilisalz. Dann hatte ich Lust auf sowas richtig Comfort-Food-mäßiges und habe mir einen Vanille-Porridge gemacht mit Proteinpulver, Haferflocken, Chiasamen und Leinsamen. Also Leinsamen sind da ja auch besonders gut. Und auch Apfelmark, damit das so ein bisschen gebunden wird im Magen. Ja, zu viel Details, aber ihr wisst, was ich meine. Und das gab es dann so zum Mittagessen. Und abends dann wieder Comfort Food, was richtig Simples, weil man sollte auch nicht so komplett fancy Sachen essen, wenn man Magen-Darm hatte. Und ich war auch schon überhaupt froh, dass ich überhaupt Appetit hatte. Und da gab es einfach Kartoffeln aus der Mikrowelle, super easy, mit Avocado, weil ich schon wieder so Lust auf gesunde Fette hatte.
Und zum Nachtisch gab es dann noch einen aufgeschnittenen Apfel, so gedrizzelt mit Mandelmus. Der perfekte Snack eigentlich so auf der Couch und eben auch super simpel und vitaminreich. Also trotz Magen-Darm habe ich mich eigentlich sehr, sehr gut ernährt, würde ich sagen. Mittwoch ging es mir dann schlechter und ich habe morgens gar nichts runterbekommen. Deswegen war die erste Mahlzeit dann erst so gegen 1 Uhr, weil ich wirklich auch den ganzen Tag nur im Bett gelegen habe. Es gab wieder Vanilleproteinporridge mit Apfelmus. Zum Glück hatte ich da auch noch was übrig und wieder mit frischen Blaubeeren getoppt, Berberitzen, Hanfsamen, also eigentlich alle Mikronährstoffe abgedeckt, auch genügend Protein. Da habe ich dann schon drauf geachtet und hatte auch richtig, richtig Lust mal wieder auf Porridge mit Krankenlager im Bett. Abends gab es dann auch einfach alles, worauf ich Lust hatte, und zwar wieder Avocadobrot mit Sprossen. Dann hatte ich einen Kofu, das war so ein orientalisches Flavor. Gurken mit Salz, Pfeffer und Brokkoli. Also habe ich hier auch wieder geschaut, dass ich eben auch trotzdem genug Gemüse gegessen habe. Also nicht, dass ich mich dazu gezwungen habe, aber ich hatte eben trotzdem richtig Lust. Und das ist hier der Kofu, den ich meine. Das ist so ein Falafel-Flavor, orientalisch, richtig, richtig lecker. War auch einfach zu faul, den anzubraten oder im Airfryer zu machen. Hab den einfach so roh aufgeschnitten. Super lecker, aber im Airfryer wird der richtig knusprig und das würde ich eher empfehlen, wenn ihr den kauft, wenn ihr den mal ausprobieren wollt. Und dann gab es noch mit Henry, der hat auch seine Stange gekaut, einen Snack auf der Couch. Und zwar hatte ich Lust auf meine geliebten Süßkartoffelchips von der Koro Drogerie. Link wie immer in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid für ein bisschen Rabatt. Gedippt einfach in Mandelmus. Und wenn ihr das auch noch nicht probiert habt, dann müsst ihr das auch auf jeden Fall machen. Ich habe das auch gefühlt in jedem meiner What I Eat in Days oder What I Week in Weeks gezeigt. Donnerstag. Da gab es zum Frühstück mal wieder Avocadobrot. Ja, wenn ich halt auch frisches Brot gekauft habe, dann muss es ja auch irgendwie leer gemacht werden, weil alleine, ja, esse ich halt 2 Scheiben am Tag und dann habe ich trotzdem noch ein halbes Laib. Deswegen muss ich das gefühlt jeden Tag essen, aber habe da halt auch immer richtig Lust drauf. Und dazu gab es dann noch einen Vanille-Blaubeer-Smoothie. Genau, das Rezept habe ich auch schon öfters auf Instagram geteilt. Also super simpel und so lecker. Perfekt auch als Post-Workout-Shake, weil es eben auch mit Proteinpulver gemacht ist. Und ja, ihr könnt auch andere Früchte nehmen, Bananen oder Himbeeren oder wie auch immer. Aber ich mag es persönlich sehr gern mit frischen Blaubeeren. Zum Mittagessen gab es dann wieder Porridge. Hatte ich wieder richtig, richtig Lust drauf, auch wenn es mir an dem Tag echt schon besser ging, zum Glück. Und diesmal mit gefrorenen Beeren getoppt. Die tauen ja wie immer so ein bisschen auf durch das heiße Porridge. Und mit Mandelmus getoppt, Berberitzen, Hanfsamen. Ja, ich könnte Porridge eh zu jeder Tageszeit essen. Deswegen gab es das auch an diesem Tag zum Mittagessen, weil es die letzten 2 Tage das auch zum Mittagessen gab. Zum Abendessen war ich dann bei meiner Schwester und wir haben bei L'Osteria bestellt. Und zwar haben die 2 vegane Pizzen zum Veganuary und auch viele weitere Gerichte. Und ich hatte mir hier die Barbecue Chicken Pizza bestellt mit so veganen Erbsen geschnetzelten. Ich hatte noch extra Gemüse drauf bestellt und ja, mit so veganem Käse. Das war super, super lecker. Meine Schwester hatte die andere Variante, es war so eine Caesar Chicken Pizza mit so einem Caesar Dressing und Romanesalat und auch diesen veganen Chicken. Die waren echt richtig, richtig, richtig lecker. Also absolute Empfehlung, gibt es noch bis zum 7. Februar, glaube ich, das Angebot. Und ich hatte mir noch extra Rucola bestellt, einfach für mal ein paar mehr Greens. Und ich finde, eine Pizza sieht dann gleich viel appetitlicher aus, wenn da noch so ein bisschen Rucola oder Spinat oder sowas oben drauf ist. Und zurück zu Hause hatte ich dann noch Lust auf Nachtisch und habe mir dann noch ein Eisdate-Eis in Almond Vanilla gegönnt. Ich war an dem Tag auch bei Dance und hatte mir das da mitgenommen, falls ihr meinen Dance-Haul noch nicht angeschaut habt. Das ist das letzte Video. Und ich mache das halt immer in die Mikrowelle so für 1 Minute und dann wird es so richtig, richtig cremig, weil es ist halt auf Cashew-Basis. Und es braucht ein bisschen länger zum Auftauen und so geht es halt schneller. Und natürlich habe ich den ganzen Becher gegessen. What else? Also, ihr kennt mich ja natürlich. Freitag, da gab es erstmal eine heiße Schokolade mit aufgeschäumter Sojamilch mal wieder. Und das habe ich auch schon auf Instagram geteilt, das Rezept in den Story Highlights, falls ihr wissen wollt, wie ich meine gesunde heiße Schokolade mache. Und ich war an dem Tag in Frankfurt, deswegen gab es zum Frühstück nur schnell einen Blaubeer-Smoothie wieder mit Avocado und Blaubeeren und Vanilleproteinpulver und noch mit ein paar Hanfsamen getoppt. Also ein super schnelles Frühstück, was trotzdem aber satt macht, weil es halt auch gesunde Fette, Protein und ja, ein bisschen Kohlenhydrate durch die Blaubeeren oder durch das Obst hat.
weil ich bin, wie gesagt, an dem Tag nach Frankfurt gefahren und bin da irgendwie schon um, ja, 9:30 losgefahren, weil ich mich mit zwei Freundinnen getroffen habe und wir waren Kaffee trinken. Ich hatte einen Hafer-Cappuccino. Ich liebe in letzter Zeit Cappuccino. I don't know why. Und ein Avocado-Brot. Das war richtig lecker mit so Avocado-Creme und noch frische Avocado obendrauf, Radieschen und Olivenöl oder sowas. Ja, das war sehr, sehr lecker. Und abends hatte ich dann einfach noch Lust auf Sojaquark mit, ja, so einem Apfel, nee, doch Apfel-Heidelbeermark, genau, hier seht ihr es ja auch. Also von Provamel den Sojaquark, den ich auch im Dancehall gezeigt habe, den ganzen Becher. Und dann einfach das ganze ganze Glas Apfel-Heidelbeermark und dann getoppt mit braunem Mandelmus. Und ich habe da auch nicht gespart, weil ich liebe Mandelmus. Und diese Kombi war so lecker, das müsst ihr unbedingt ausprobieren, wenn man das dann so verrührt und es hat irgendwie so cremig, fruchtig geschmeckt. Ja, also das werde ich definitiv öfters machen. Samstag, da gab es mal wieder zum Frühstück Avocado-Brot und mein Blaubeer-Smoothie. Ja, diesmal aber noch ein bisschen abgeändert mit angebratenen Pilzen und Spinat in der Pfanne und Hanfsamen getoppt. Ja, und wieder Sprossen. Es waren diesmal, glaube ich, Brokkoli-Sprossen. Ja, also so Mischung aus Sweet and Savory. Aber ich persönlich mag das ja sehr gerne. Und wie gesagt, das Brot musste weg. Das waren auch so die beiden Randstücke. Also die waren echt nicht mehr schön. Aber super easy und super lecker. Müsst ihr auch mal ausprobieren mit Pilzen und Avocados, so eine gute Kombination. Zum Mittagessen gab es dann was super Simples, und zwar das restliche Sauerkraut, wieder aufgeschnittene Gurke und ein Glas Süßlupinen von Koro. Die haben super viel Protein und machen so satt. Also ich liebe aktuell Süßlupinen mega. Und ja, Henry saß währenddessen auf dem Stuhl und hat gewartet, wie ich das zubereitet habe. Ach ja, und Brokkoli, aber das seht ihr ja. Abends bzw. mittags war ich ja noch mit meiner Schwester und Nico Kaffee trinken, hatten mir einen Hafer-Cappuccino und danach war ich noch mit einer Freundin essen und ich hatte so eine Vorsuppe mit Reisbandnudeln, Gemüse und Tofu, genau, in einem meiner Lieblingsrestaurants in Mannheim, und zwar Memoir. Und da habe ich mich gefühlt schon durch die Karte probiert und so eine warme Fosuppe war an dem Tag echt perfekt. Und zurück zu Hause gab es dann noch auf der Couch mit Henry einen Snack, und zwar mit Jewel Datteln. Ja, habe ich auch von der Koro-Drogerie bestellt. Mag ich persönlich lieber als diese normalen Datteln, also die sind halt einfach viel juicier. Und das Ganze habe ich dann in braunes Mandelmus gedippt, ja. Datteln und Mandelmus oder generell Nussmus ist so eine gute Kombination. Früher war ich auch echt süchtig und habe eine ganze Packung Datteln am Tag gegessen. Ja, da hatte ich aber leider nur noch 4 Stück übrig, sonst hätte ich vielleicht mehr gegessen. Und der letzte Tag, Sonntag, da gab es wieder zum Frühstück eine grüne Smoothie Bowl. Also die hat Spinat, Banane, Gurke und Avocado. Und ich habe diesmal mit, ja, kein gefrorenen Spinat gemacht, sondern frischen Spinat, damit es nicht ganz so kalt ist, weil im Winter ist es mir sonst viel zu kalt für eine Smoothie Bowl. Getoppt mit Blaubeeren, Kakaonips, Berberitzen und Hanfsamen. Genau, also ein super schnelles Frühstück. Und dann, beziehungsweise es war auch ein spätes Frühstück. Wir waren nämlich dann Kaffee trinken noch nachmittags oder so um 14 Uhr und es war quasi dann mein Lunch. Ein Cappuccino mit einer veganen Zimtschnecke. Da haben wir zum Glück hier ein Café in Mannheim, wo ich sehr gerne hingehe, auch immer zum Lernen hingegangen bin für Ernährungsberatung, und die haben eben vegane Zimtschnecken. So, so lecker. Und da hatten meine Schwester und ich eine. Und ja, da gibt es normal auch super viele andere Varianten, aber das wäre eben einfach so eine ganz normale Zimtschnecke. Und ja, Soul Food einfach. Perfektes Sonntagsessen für Kaffee und Kuchen. Und dann gab es noch eine zweite Runde, und zwar Matcha, Chai und nochmal ein Cappuccino für mich. Weil wir dann noch ein bisschen länger saßen und noch ein bisschen gequatscht haben, haben wir dann nochmal Lust auf einen Cappuccino gehabt. Ja, und abends gab es dann nochmal Avocado-Brot. What else? Ja, was soll ich sagen? Ich liebe es einfach. Wenn ich halt irgendwas habe, was ich sehr gerne esse, wie Karotten in Mandelmus gedippt oder Chips oder Datteln oder sowas, dann könnte ich das wirklich immer essen. Und ja, no shame, aber ist halt super easy und macht auch satt. Und zum Nachtisch gab es dann noch einen aufgeschnittenen Apfel, wieder mit Mandelmus. Das ist echt so ein nicer Snack, weil es halt so erfrischend ist, aber trotzdem satt macht und man ein bisschen länger dran sitzt, weil der so aufgesliced ist in so kleine Scheiben. Ja, mag ich persönlich sehr gerne und ist halt auch super easy.
Und final wollte euch Henry dann auch noch Hallo sagen. Der wollte eh die ganze Zeit, während ich gefilmt habe, immer mit meinem Kameraband hier spielen. Der liebt ja sowieso Sachen anzuknabbern und das hat ihm dann besonders angetan. Aber was auch sehr hoch im Kurs ist, ist mein Bändel vom Pulli. Und somit wären wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Und auch sehr gerne ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Da würde ich mich sehr freuen. Eine kurze Frage noch. Ich hatte das letzte Video ja jetzt samstags hochgeladen und normal immer mittwochs. Und welcher Tag würde euch denn generell besser gefallen? Weil klar, am Wochenende hat man irgendwie auch mehr Zeit, sich YouTube-Videos anzuschauen und auch gerade morgens vielleicht so als Ritual frühstücken und sich dabei YouTube-Videos anschauen. So mache ich es persönlich eben auch sehr gerne. Deswegen kommentiert doch sehr gerne mal, welcher Tag euch besser passen würde. Mittwochabend um 18 Uhr oder Samstag um 9 Uhr. Da würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!